Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight Survivor. Wir spielen wie immer mit der McPommes. hoffentlich gefällt euch das Video, weil ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Und wenn es euch gefällt, lasst doch gerne bei Twitch ein Like da. Da heiße ich xxmichaelboxx. Genauso wie auf YouTube, da heiße ich Gaming Michael BO. Lasst auch gern dort kommentiert meine Videos, liked es und lasst auch gerne sehr, sehr gerne ein Abo da. Das wird mir wirklich weiterhelfen. Für euch weiter Videos zu machen, würde mich freuen. So, dann auf jeden Fall viel Spaß und los geht's in die erste Runde. Achso, dazu wollte ich sagen, hat sich jetzt hier ein neues Event gestartet. Ich glaube, es ist das japanische Feiertag oder sowas. Ja, und deswegen gibt es hier so ein Event. Da kriegst du Werkzeugkisten und Böller und Generatoren, die Spezialgeneratoren, die du da reparieren musst. Und du kannst wieder irgendwo was einsammeln, dann musst du damit entkommen. Dann kriegst du spezielle Klamotten und sowas. Ist so wie jedes Jahr immer das gleiche zu der Jahreszeit. Ja. Dann warten wir mal auf unsere erste Runde. Ach ja, genau. Es gab einen neuen Patch. Es hat sich ein bisschen was verändert von der Optik her im Spiel. Da kann man jetzt sehen, was vereinzelt die Survivor machen. Entweder reparieren die Generator, dann siehst du so einen Generator bei dem Namen. Oder er ist, oder der Survivor heilt jemanden. Oder wird auch gejagt, das ist so ein Gejagtzeichen. Ja, aber das werdet ihr gleich alles sehen. Das erkläre ich gleich nochmal im Spiel. Ich habe jetzt so ein Event Werkzeugkiste von diesem Event hier, genauso wie die andere McThomas, die hat auch so eine Kiste. Ja. Ja, der Killer hat leider eine verdeckte Karte. Das wird wieder Mori sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Da seht ihr, das ist Dead by Daylight Moonlight Borough. Ist so ein, ich glaube, ein chinesischer oder japanischer Feiertag oder so. Ich weiß nicht genau, aber es ist ja, haben wir da in diesem Monat, also im Januarmonat. Also Feiertag, muss irgendein Feiertag sein. So, Cranehorst. Jetzt seht ihr hier links die ganzen Namen von den Survivors und so ein Kreis, so ein durchsichtigen. Und da ist dann abgebildet, was der einzelne Survivor macht. Wird man vielleicht gleich sehen. Schauen wir mal. Da ist so ein Generator.
Da ist so eine Karte, die will ich haben. Erstmal im Schrank rein. Aber es ist nicht abgebildet, dass ich im Schrank bin. Lol. Okay. Da jetzt wird angezeigt, dass ich am Generator sitze. Da ist noch einer am Generator. Seht ihr das? Links? Da ist so ein Kreuz, dass die Verletzte so am Boden liegt. Jetzt sind sie getragen. Lässt sich anscheinend sterben. Ja, super. Machen wir mal hier weiter. Der Adam sitzt auch am Generator, sehr gut.
Ja, keine Ahnung, die Runde ist auch wieder. Was für ein Arsch. Lol, Alter.
Ja, brauche ich nicht mehr zu regeln, das bringt nichts. Ja, erste Runde gelaufen. Aber naja, was soll's. War okay die Runde. Naja, was soll's, alles gut. Hab trotzdem eine Belohnung bekommen. Ein Hut. Dann wollen wir mal in die zweite Runde. So Leute, nochmal, wenn ihr meine Videos gefallen, bitte lasst doch einen Daumen hoch da auf Twitch, da ist x, da heiße ich xx Michael BOXX, würde mich sehr sehr freuen. Genauso wie auf YouTube, da heiße ich Gaming Michael BO. Da würde ich mich auch sehr gerne um Kommentare und Likes bei meinen Videos wünschen, wenn euch das gefällt. Genau, und wenn ihr wirklich Bock habt und mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da, das kostet nichts und würde mir halt helfen, einfach weiterzukommen. Ja, wollte alle anderen, die das machen oder auch nicht, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür. Und ja, und los geht's in die zweite Runde. Paar Punkte nur ausgeben. Vielleicht habe ich jetzt so einigermaßen ein bisschen was erklärt. Das neue Update. Ich glaube, Krenhorst hat sich auch verändert, so wie ich das gerade gemerkt habe, gesehen habe. Die Karte. Ich glaube, hatten es auch gesagt gehabt. Ja. Ja, die pralle Rose. Eine meiner Lieblingskarten, nicht. Es ist. Nee, wie heißt der nochmal? Der Trickster.
Nee, nicht der Trickster. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Geht's denn hin? In den Keller. Ach so.
Mal schön wegtunneln, ja. Der geht immer an den Generator und wieder weg. Ach so, weil der Dings in der Nähe ist. Ja, den wird's auch weggetunnelt.
Ja, genau, Alter. War's wohl. Ja, es ja, waren zwei gute und faire Runden eigentlich. War okay. Hat Spaß gemacht. Okay. Ja, dann sage ich auf jeden Fall, also schön, wenn ihr euch die Video, wenn mein Video angucken würdet oder die Videos, die ich gemacht habe, würde mich sehr freuen. Folgt mir doch auf Twitch, wenn ihr mögt. Dort heiße ich xxmichaelboxx. Lasst doch ein Like da. Genauso wie auf YouTube, dort heiße ich gamingmichaelbo. Auch da würde ich mich freuen, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert und lasst mir gerne auch ein Abo da. Es kostet euch nichts und es würde mich unterstützen, weiterzukommen. Ja, würde mich freuen. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag und somit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Michael.